Grüß Gott, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Spirit Leben mit Stil. Wir sind wieder Gast in Augsburg bei Prälat Dr. Bertram Meyer. Prälat Meyer ist Ihnen bekannt, ist vielen bekannt. Er ist hier in Augsburg ein ganz bekannter und aktiver Geistlicher. Und er ist Domkapitular hier in Augsburg an der Hohen Domkirche. Und er hat lange in Rom gearbeitet, im Vatikan, unmittelbar für den Heiligen Vater. Wir wollen reden heute über Weihnachten. Über Weihnachten. Wir wollen nämlich fragen, was feiern wir eigentlich an Weihnachten? Wissen wir das noch, was wir da feiern? Ist das eine Botschaft, die die Menschen heute interessiert, die wichtig ist für sie? Lieber Prälat Meyer, was feiern wir eigentlich an Weihnachten? Wir feiern einen Paukenschlag, Herr Lohmann, nämlich den Paukenschlag, dass Gott Mensch geworden ist. Gott und Mensch, zwei Dinge, die eigentlich nicht zusammengehen können, wenn man rein menschlich denkt. Gott, der im Himmel thront, wir, die wir auf der Erde manchmal herumvegetieren, uns manchmal auch ausleben. Gott ist Mensch geworden in Jesus von Nazareth. Das ist der weihnachtliche Paukenschlag oder etwas philosophischer ausgedrückt, wie es der vierte Evangelist Johannes in seinem berühmten Prolog tut. Das Wort, der Logos, ist Fleisch geworden. Und das bedeutet ganz konkret, dass wir, wenn wir von Gott reden, über den Menschen sprechen müssen. Und wenn wir etwas über den Menschen ins Wort bringen, dann ist sofort auch Gott mit im Spiel. Und ich glaube, dass das auch unser christliches Proprium ist, das uns von vielen anderen Religionen unterscheidet. Mit dem weihnachtlichen Paukenschlag ist nicht eine neue Methode gekürt worden, wie wir Gott näher kommen können, wie wir uns in ihn hinein vertiefen können, etwa im Lotussitz. Es ist auch nicht ein neuer Prophet auf die Bühne der Weltgeschichte getreten mit der Bergpredigt und einem revolutionären gesellschaftlichen Programm. Es ist auch kein neuer Philosoph plötzlich gekommen, der die Welt aus den Angeln hätte heben können. Gott selber hat die Welt betreten, aber nicht so, dass er über der Welt schwebt, sondern dass er ohne das Schildchen um sich herum zu haben, ich bin Gott, im ganz normalen Menschen Jesus handgreiflich geworden ist. Ja, nun ist er natürlich gekommen, also wenn Sie sagen, Gott ist Mensch geworden, er ist ganz anders gekommen, als sich das die Menschen vorgestellt haben. Es gab ja über die Jahrtausende die Messias-Erwartung, das heißt die Erwartung dessen, der uns zu Gott führt, der Gott ist. Der Gott und Mensch ist, sagen nun die Christen. Und nun wird er, wir haben hier eine Krippe neben uns stehen, nun kommt er zur Welt in einem armseligen Stall, wie uns berichtet wird, als unscheinbares kleines Kind. Was ist denn das für eine Botschaft? Es ist eine doppelte Botschaft. Zunächst mal eine sehr, sehr tröstliche Botschaft, dass Jesus nicht als Erwachsener gekommen ist, nicht als Muskelprotz, nicht als Großhirn, sondern dass er als kleines Baby das Licht der Welt erblickt hat. Und das bedeutet ganz konkret, Gott selbst hat das Menschenleben geteilt von der Geburt bis zum Tode. Und dass Jesus nicht in einem goldenen Palast geboren worden ist und auch später nicht sterben wird, umgeben von einem großen Hofstaat, ist für mich auch sehr, sehr tröstlich. Es zeigt mir nämlich, dass die Menschwerdung Gottes letztendlich die Anwaltschaft bedeutet, die Gott übernimmt für die Schwächsten, für die Armseligsten, für die Geringsten, die keine Stimme haben, ob sie es noch nicht haben, wie kleine Babys, beziehungsweise auch nur Kinder im Mutterschoß, oder aber ob sie es nicht mehr haben, wenn wir an die Schwerstkranken und Todgeweihten denken. Jesus, Gott selbst, gibt ihnen eine Stimme. Das ist das eine. Und das andere, was diesen Gedanken noch etwas theologisch untermauert. Ich selber habe studieren dürfen an der Päpstlichen Universität Gregoriana. Unsere Professoren waren fast ausschließlich Jesuiten. Sie fühlten sich dem Motto des Ignatius von Loyola verpflichtet, Deus semper major, Gott ist immer größer. Und es gibt einen deutschen Jesuitentheologen, Erich Pschewara, der hier dieses Wort variiert hat, indem er sagt,
Deo Semper Major ist richtig, aber wir müssen das ergänzen mit einem anderen Wort, Deus Semper Minor. Gott ist immer noch kleiner. Das heißt, der Mensch kann noch so winzig sein, der Mensch kann noch so schwach sein, der Mensch kann noch so abgedriftet sein, in der Misere sich befinden. Gott selbst macht sich nochmal eine Stufe kleiner und hält gleichsam wie ein Fundament diesen anderen Menschen. Ist das eigentlich noch eine Botschaft, wenn Sie sagen, Gott wird Mensch? Eine Botschaft, die heute bei den Menschen ankommt. Weihnachten wird zwar fast von allen gefeiert, mit all den Äußerlichkeiten auch. Es gilt als Fest der Liebe und des Friedens. Was ist es denn wirklich? Es ist das Fest der Menschlichkeit Gottes. Und das ist das Provokante. Seit Weihnachten können wir eigentlich nur noch sehr, sehr schwer zwischen Mensch und Gott unterscheiden. Alles, was ich einem Menschen tue, bekommt plötzlich einen göttlichen Adressaten. Und wenn ich zu Gott bete, dann kann ich mich auch nicht nur verabsentieren in einen Kirchenraum bei Weihrauchschwaden oder in einem abstrakten Elfenbeinturm, sondern selbst meine intimsten Gotteserfahrungen sollten sich dann wieder ummünzen im Kleingeld des Alltags. Es gibt die sehr, sehr schöne Tradition, dass beim großen Segen des Papstes von der Benediktionsloggia aus an Weihnachten vorher immer eine Friedensbotschaft des Papstes gesprochen wird, wo die verschiedenen Krisenherde angesprochen werden, in der ganz besonders ein Hauptakzent des Weihnachtsevangeliums zum Ausdruck gebracht wird, Friede auf Erden. Das haben damals die Engel verkündet. Es ist, wenn ich das sagen kann, damit auch ein Fest des Friedens. Aber nicht nur ein Fest des äußeren Friedens, des Waffenstillstands, sondern eines Friedens, der zunächst mal Himmel und Erde, Gott und Mensch miteinander verbunden hat. Und daraus erwächst dann der Auftrag, auch für Frieden und Gerechtigkeit hier sich einzusetzen. Und ein zweites: Weihnachten ist damit auch ein Fest der Liebe. Es gibt einen sehr, sehr schönen Spruch, den ich seit langem auf meinem Schreibtisch stehen habe. Den schönsten Liebesbrief der Weltgeschichte hat Gott selbst geschrieben an Weihnachten. Nämlich Jesus ist Gottes Liebesbrief an uns Menschen, den wir immer wieder neu lesen können, durchdeklinieren dürfen, weiter variieren dürfen, sodass mit Weihnachten eigentlich die große göttliche Symphonie des Friedens und der Liebe durch die Welt klingt. Eine Symphonie, die mit dem Gloria in Excelsis Deo an Weihnachten begonnen hat, aber deren Variationen wir noch heute spielen und singen, nicht nur im kirchenmusikalischen Opus, sondern durch unsere Lebenssprache. Ist eine der entscheidenden Botschaften vielleicht auch mit Weihnachten verbunden, indem man sagt, damals hat Gott den Menschen für alle Zeiten gesagt, ihr könnt du zu mir sagen, ihr könnt mich ansprechen. Ich zeige euch in diesem Kind, in diesem Sohn, der nach der Vorstellung der Christen Mensch und Gott zugleich ist, ich zeige euch in diesem Sohn, meinem Sohn, dass ich alles von euch verstehe. Ihr könnt euch immer an mich wenden. Ich rede hier in diesem Zusammenhang sehr gerne davon, dass Gott wirklich ein hervorragender Pädagoge gewesen ist. Nämlich Gottes Pädagoge besteht darin, dass er nicht von oben mal auf den Menschen runterschaut, sondern dass er ganz klein angefangen hat mit diesem Säugling in der Krippe von Bethlehem. Wir erleben es ja selbst aus dem eigenen Bekanntenkreis, mancher Hartgesottener wird weich, wenn er ein kleines Kind im Arm hat, als Opa, als frisch gebackener Vater, auch bei manchen Priestern habe ich das schon feststellen dürfen, wenn sie einmal nach einer Taufe auch den Täufling selber im Arm haben halten dürfen. Und Gott wollte hier sicherlich damit sagen, schau, ich komme dir, Mensch, so nahe, dass du am Anfang meines Lebensweges auf Erden den Eindruck hast, ich, Mensch, bin dir, Gott, ganz schön überlegen. Aber dann kommt es darauf an, ob wir den Weg
des holden Knaben im lockigen Haar, des Säuglings von Bethlehem mitgehen? Die Evangelien überspringen ja dann die Kindheit, bis auf wenige kleine Daten, die wir von Jesu Kindheit wissen, bis zu seinem ersten Auftritt, als er sich von Johannes taufen lässt und dann auch einige programmatische Reden hält in der Synagoge von Kapharnaum etwa oder später in der berühmten Bergpredigt. Da war aber schon ein erwachsener Mann. Genau, und da ist dieser Sprung da. Und da denke ich mir gerade, dieses Kindsein Gottes in Jesus von Nazareth, das ist seine Pädagogik. Und da kommt es darauf an, dass wir, so ähnlich wie wir von den Kinderschuhen herauswachsen und Erwachsenenschuhe anziehen, dass wir die Kinderschuhe des Glaubens erstmal anziehen, aber dass diese Schuhgröße unseres Glaubens mitwächst. Und vor diesem Hintergrund liegt bereits in Weihnachten eine Entscheidung. Nämlich der Mensch hat die Option, entweder willst du selber dich zu Gott machen, die Urversuchung des Menschen, bereits im Paradies, der Mensch möchte sein wie Gott. Die gibt es auch heute noch. Genau, oder aber wählst du den Weg der Anbetung. Weißt du, dass du trotz allem Fortschritt, trotz allem Reichtum, trotz aller Karriere noch immer einen Chef hast über dir, mit Namen und Gesicht, Jesus von Nazareth. Ich finde es auch sehr, sehr schön, dass deshalb der Weihnachtsfestkreis nicht nur geprägt ist von der weißen Farbe der Freude, sondern dass die Kirche in diesen Weihnachtsfestkreis auch immer wieder die rote Farbe hineingemischt hat. Das Zeichen des Heiligen Geistes, aber auch des Blutzeugnisses. Stephanus. Genau, der zweite Weihnachtstag ist dem heiligen Stephanus gewidmet, der uns durch sein Leben und durch sein Martyrium zeigt, die Krippe wird irgendwann mal zum Kreuz. Dein Lebensweg als Christ ist kein Spaziergang, sondern kann auch einmünden in den Kreuzweg. Und deshalb liegt auch in Weihnachten für mich ein ganz, ganz großer Ernst. Was sagen Sie denn den Menschen, die Ihnen jetzt entgegnen würden, Gott ist Mensch geworden, da habe ich nichts mit zu tun. Für mich doch wohl nicht, was habe ich damit zu tun? Was würden Sie solchen Menschen sagen? Die sagen, mir reicht es, wenn Weihnachten ein schönes Fest ist, wo man sich in der Familie trifft und halt ein paar Bräuche pflegt, aber ansonsten ist mir das zu überhöht. Zunächst mal rede ich nie schlecht, wenn Menschen mir sagen, wir haben uns an Weihnachten wieder mal als Familie zusammengefunden. In der heutigen Zeit, die geprägt ist von der großen Vereinzelung, wo es selbst fehlt an den Sonntagen und an den Feiertagen, an gemeinsamen Mahlzeiten, wo das alles mehr oder weniger Futterfassen ist, ist es sehr, sehr schön, wenn sich verschiedene Generationen, Richtungen, Christen und Nichtchristen vielleicht an einem Weihnachtstisch wieder treffen, beim Gansessen und beim Geschenke aufpacken. Das ist auch ein Wert. Das würde ich an sich mal gar nicht schlecht reden. Aber ich würde versuchen, auch mal ein bisschen Pädagoge zu sein und die Menschen genau an diesem Weihnachtstisch oder vereint um den Christbaum abzuholen und zu sagen, was feiern wir denn eigentlich da? Welche Sehnsucht liegt denn da eigentlich dahin? Es ist eine Sehnsucht eigentlich nach Wärme und Zuwendung, auch nach Gemeinschaft und Geborgenheit, wenn wir so wollen, auch eine Sehnsucht nach Liebe. Nicht nur am Valentinstag, mittlerweile auch an Weihnachten, werden sehr, sehr viele Herzen, auch andere Symbole der Liebe und Zuneigung einander geschenkt. Und dann vielleicht den Schritt zu wagen, mit Sensibilität, aber zugleich Entschlossenheit, auf eigene Erfahrungen zurückzugreifen und zu sagen, schaut, auch ein Priester, ein Ordenschrist, eine Schwester, selbst Ehepartner, wir alle sehnen uns nach der großen Liebe unseres Lebens. Aber wir haben vielleicht alle schon mal die Erfahrung machen müssen, diese Liebe kann von einem Menschen niemals ganz eingelöst werden. Wer nur auf Menschen setzt, bei dem bleibt immer eine Rechnung offen. Und wenn es die Rechnung ist, der Trennung, der Krankheit, auch des Todes. Und da einen Horizont aufzumachen und zu sagen, selbst wenn in eurem menschlichen Beziehungsnetz manches unerfüllt bleibt, auch wenn ihr manchmal knabbern müsst, wir haben einen Horizont der Hoffnung, der uns
im Stall von Bethlehem eröffnet worden ist, in diesem kleinen Menschen Jesus. Und zu dem dürft ihr je nach eurer Lebensverfassung auch verschiedene Beziehungen haben. Und da sind wir wieder bei Weihnachten, nicht nur als dieses Fest der Zuckerwatte, sondern als sehr, sehr konturenreiches Fest. Die einen werden jetzt gerne das Jesuskind liebkosen und idyllische Lieder singen. Andere werden aber durchaus auch bereits an den heranwachsenden Jesus denken. Wieder andere an denjenigen, der mit seinem Lebensanspruch auch vor Entscheidungen gestellt hat. Wieder andere an den heilenden Jesus. Jesus ist ja auch der Heiland, Christ, der Retter ist da als Heiland der Welt. All das singen wir ja. Und manche werden auch bereits von der Krippe her an das Kreuz denken. Gerade hier in Bayern haben wir manche Krippendarstellungen, vor allem auch in Klöstern sind sie präsent, wo das kleine Jesuskind nicht in einem Trog liegt, sondern auf einem Kreuz. Die werden auch daran denken, Menschen können uns manchmal aufs Kreuz legen. Aber da hat sich einer am Kreuz festnageln lassen auf sein Wort. Und deshalb ist, wenn ich das noch sagen kann, für mich im Weihnachtsfest eine ganz große Logik der Heilsgeschichte. Wir haben vorher vom Prolog gesprochen. Das Wort Gottes Logos. Der Logos ist Fleisch geworden. Gott führt seine Pädagogik zu Ende. Es ist gleichsam, natürlich ist es immer ein großes Geschenk des Himmels, aber es entspricht der göttlichen Logik, dass er ganz eingeht in diese Menschlichkeit und damit in uns selbst. Könnte man sagen, dass in Weihnachten geradezu wie in einem Siegel sichtbar wird, was der heutige Papst, unser Heiliger Vater Benedikt XVI. Einmal als Kardinal so formuliert hat, auf die Frage, wie viele Wege gibt es zu Gott, so viele es Menschen gibt, dass das in Christus deutlich wird. Durch ihn können alle zu diesem Logos kommen. Zu diesem Logos, das bedeutet ja auch Vernunft. Das heißt, es gibt nichts Vernünftigeres, als Gott zu suchen. Das ist richtig, wenn man es in dieser Weite auffasst, auf alle Menschen hin, die Gott suchen und denen wir alle wünschen, dass sie ihn finden. Papst Benedikt ist einer, der nicht abstrakt philosophiert, der also, denke ich, missverstanden würde, würde man seine Botschaft so deuten, dass man sagt, alle Religionen sind gleichwertige Wege auf diesen einen Gott hin. So, glaube ich, sollten wir den Heiligen Vater nicht deuten. Umgekehrt, er sagt in der Fülle, die Fülle der Wahrheit und der Klarheit, das ist ja eigentlich seine Botschaft, und damit auch die Fülle der Vernunft. Er versucht ja in besonderer Weise, Vernunft und Glauben miteinander zu verbinden und deutlich zu machen, dass trotz aller deutschen Traditionen, die wir mental da haben, da kein Gegensatz vorhanden ist. In der Fülle oder die ganze Fülle ist in Christus, im Herrn, wie er immer wieder sagt, zu erkennen. Ganz genau. Also mir geht es darum, dass gerade der Heilige Vater doch diesen christlichen Weg als einen ganz besonderen Weg herausstellt. Ich würde sogar so sagen, die Perle in der Weltgeschichte ist das Christusereignis. Und zwar mit den beiden elliptischen Brennpunkten, die einander brauchen. Einerseits die Menschwerdung Gottes und der zweite elliptische Brennpunkt, das Pascha-Mysterium, also das Geheimnis von Leiden, Kreuz und Auferstehung. Beide elliptischen Brennpunkte brauchen einander, sind auch wieder in einer inneren Logik zueinander. Ich muss die Menschwerdung Gottes ernst nehmen, um überhaupt den Heilstod Christi verstehen und glauben zu können. Und umgekehrt, dieses Sterben Jesu am Kreuz hat nur deshalb weltgeschichtliche Relevanz, weil es hier nicht nur um einen besonderen Menschen geht, sondern um den Sohn Gottes selbst, nämlich um den inkarnierten Logos. Und da möchte ich noch einmal sagen, noch einmal auf die Logik. Der Heilige Vater versucht nicht, auch da würde man ihn, denke ich, falsch verstehen, sozusagen den Glauben in eine Ratio hinein zu gießen. Da wäre er Rationalist und das ist Benedikt XVI. Niemals gewesen. Er kommt von den Kirchenvätern her
vor allem Augustinus, später Bonaventura aus dem Mittelalter, und er baut ein Glaubenshaus mit verschiedenen Stockwerken und er spricht eine Bildersprache. Auf der anderen Seite aber möchte der Heilige Vater uns ganz klar sagen, auch ihr Menschen, Frauen und Männer, gebildete Leute des 21. Jahrhunderts, die ihr durch den Gebrauch eurer Ratio schon so weit gekommen seid, dass ihr am Himmel kratzen könnt, ihr braucht noch neben der Vernunft einen Glauben, weil die Sache mit dem Menschen, hier zitiere ich ihn aus Bayern, weil die Sache mit den Menschen nicht aufgeht. Oder moralisch, ethisch gewendet, der Mensch darf nicht alles, was er kann. Und damit sein Menschsein, sein Gebrauch der Ratio Maß und Ziel bekommt, ist Jesus Christus so als Kristallisationspunkt in der Weltgeschichte aufgestellt worden, im Rahmen dieser göttlichen Pädagogik. Das heißt, das Vernünftigste, was es gibt, die Krönung der Vernunft, ist der Glaube. Die Krönung der Vernunft ist der Glaube. Ich erinnere mich gerne an ein Dokument, das der verstorbene Papst Johannes Paul II. 1998 veröffentlicht hat. Eines seiner großen Lehrschreiben, die Enzyklika Fides et Ratio, Glaube und Vernunft. Und ich weiß noch, wie es dort am Anfang heißt, Glaube und Vernunft sind wie die zwei Flügel, mit denen der Mensch sich zu Gott erheben kann. Wir stehen heute in der Gefahr, Fides et Ratio auseinander zu dividieren. Dass wir sagen, es ist unter der Würde eines mit Ratio ausgestatteten Menschen zu glauben, also Fides ist was für Gefühlsduselige oder Unterbelichtete. Oder aber Glaubende, auch die Gefahr besteht heute in manchen Gruppierungen, auch innerhalb der Kirche, bauen sich spirituelle Luftschlösser, dass sie sagen, wissenschaftliche Theologie, ach bitte nicht, da fällt mir ja mein Glaubenshaus zusammen. Und genau das ist das Bemerkenswerte dieses Papstes, der ja selber aus einer akademischen Laufbahn herauskommt, einerseits und andererseits aber aus dem Herzen der Kirche, mit der Kirche, aus ihrer Tradition heraus glaubt, dass er sagt, Fides et Ratio als zwei Flügel, die uns beide im Dialog zueinander, ja in Kooperation miteinander, dem Himmel entgegenbringen. Das ist eigentlich dann auch die Botschaft, die an Weihnachten beginnt. Kann man sagen, es gibt ja diesen schönen Ausdruck, Mensch, mach's wie Gott, werde Mensch. In jedem Falle, das gab es ja auch vor einigen Jahren als Aufkleber, immer mehr Mensch zu werden, aber eben im Sinne dieses Humanum, das wir vorher beschrieben haben. Mit dem Horizont, der damit verbunden ist. Mit diesem Horizont. Und zwar Gott, wenn er Gott ist, ist niemals ein Konkurrent. Ist ja auch so ein, würde ich sagen, manchmal deutscher, germanischer Fehler. Wir denken gerne im Entweder-Oder. Aber es ist so katholisch, Glauben und Denken heißt, im sowohl als auch im Et-Et zu denken. Gott und Mensch sind nicht zwei Gegenspieler. Das können sie manchmal auch sein. Wir haben immer noch unsere Versuchungen. Wir verfallen auch in die Ursünde, gern sein zu wollen wie Gott. Aber wenn wir Weihnachten ernst nehmen, dann merken wir eigentlich, an Weihnachten sind Gott und Mensch ein Tandem geworden. Beide strampeln wir in eine Richtung. Gott möchte, dass die Erde einmal in den Himmel gezogen wird. Und umgekehrt, der Mensch möchte, um es mal ganz einfach nach dem Katechismus zu sagen, in den Himmel kommen. Und wenn wir jetzt in Tandem Gott und Mensch miteinander strampeln, dann geht es dem Himmel entgegen. Das heißt, Weihnachten ist die klarste Zusage Gottes an den Menschen. Du bist von mir geliebt, du als Einzelner, jeder von euch ist geliebt und jeder von euch ist zur Erlösung berufen. Gott hat gewissermaßen an Weihnachten der Menschheit gesagt, nichts von euch ist mir unwichtig, ich möchte euch zu mir ziehen. Genau das ist der Punkt und das ist auch der entscheidende Paukenschlag, von dem ich am Anfang gesprochen habe, von dem sich auch manche großen Gestalten der Kirche angezogen fühlten. Ich möchte in diesem Zusammenhang erinnern an die
Heilige Edith Stein, Theresia Benedicta Acruze, die vom Kreuz Gesegnete, wie sie im Ordensnamen geheißen hat. Und man weiß ja, dass sie einmal, als sie Kinder beaufsichtigt hatte über Nacht, in dem Buch der Seelenburg von Teresa von Avila gelesen hat, und das hat ihr Leben umgekrempelt. Und wie sie später im Rückblick sagt, ist ihr da zunächst schon mal der Gedanke der Inkarnation aufgegangen. Und später hat man sie einmal schlaflos wiedergefunden nach der Weihnachtsnacht. Und da hat sie die große Frage gestellt, als die verdutzten Mitschwestern ihr gesagt haben, ja Schwester, was ist los, haben Sie gar nicht geschlafen? Wer kann schlafen in einer Nacht, in der der unendliche Gott ein winziger Mensch geworden ist? Und ich denke, bei aller theologischen Spekulation ist eine Biografie wie die der Edith Stein der beste Beweis dafür, dass Weihnachten nicht nur etwas fürs Gefühl ist, sondern dass es der gottmenschlichen Logik entspricht, dass der unendliche Gott ein kleiner Mensch geworden ist. Vielen Dank, lieber Prälat Bertram Mayer, für diese wunderschöne Erläuterung, Einführung in Weihnachten. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen allen, dass Sie dieses Geheimnis erfahren, dass Sie es zulassen, dass Sie einfach staunend davorstehen und sagen, unglaublich, der allmächtige und unendliche Gott macht sich so klein, dass er mir auf Augenhöhe begegnet, um mir dann zu sagen, du bist erlöst. Du bist erlöst. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete, frohe Weihnachtszeit, dass Sie nicht vergessen, dass Sie erlöst sind und dass Sie es in Ihr Leben hineintragen. Wenn Sie von dieser Sendung einen Mitschnitt haben wollen, die Adresse wird gleich eingeblendet, dann können Sie eine DVD bestellen. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit. Sind Gott und Mensch ein Tandem geworden. Beide strampeln wir in eine Richtung. Gott möchte, dass die Erde einmal in den Himmel gezogen wird. Und umgekehrt, der Mensch möchte, um es mal ganz einfach nach dem Katechismus zu sagen, in den Himmel kommen. Und wenn wir jetzt in Tandem Gott und Mensch miteinander strampeln, dann geht es dem Himmel entgegen. Das heißt, Weihnachten ist die klarste Zusage Gottes an den Menschen, du bist von mir geliebt, du als Einzelner, jeder von euch ist geliebt und jeder von euch ist zur Erlösung berufen. Gott hat gewissermaßen an Weihnachten der Menschheit gesagt, nichts von euch ist mir unwichtig, ich möchte euch zu mir ziehen. Genau das ist der Punkt und das ist auch der entscheidende Paukenschlag, von dem ich am Anfang gesprochen habe, von dem sich auch manche großen Gestalten der Kirche angezogen fühlten. Ich möchte in diesem Zusammenhang erinnern an die heilige Edith Stein, Theresia Benedicta Acruze, die vom Kreuz Gesegnete, wie sie im Ordensnamen geheißen hat. Und man weiß ja, dass sie einmal, als sie Kinder beaufsichtigt hatte über Nacht, in dem Buch der Seelenburg von Teresa von Avila gelesen hat, und das hat ihr Leben umgekrempelt. Und wie sie später im Rückblick sagt, ist ihr da zunächst schon mal der Gedanke der Inkarnation aufgegangen.
Und später hat man sie einmal schlaflos wiedergefunden nach der Weihnachtsnacht. Und da hat sie die große Frage gestellt, als die verdutzten Mitschwestern ihr gesagt haben, ja Schwester, was ist los, haben Sie gar nicht geschlafen? Wer kann schlafen in einer Nacht, in der der unendliche Gott ein winziger Mensch geworden ist? Und ich denke, bei aller theologischen Spekulation ist eine Biografie wie die der Edith Stein der beste Beweis dafür, dass Weihnachten nicht nur etwas fürs Gefühl ist, sondern dass es der gottmenschlichen Logik entspricht, dass der unendliche Gott ein kleiner Mensch geworden ist. Vielen Dank, lieber Prälat Bertram Mayer, für diese wunderschöne Erläuterung, Einführung in Weihnachten. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen allen, dass Sie dieses Geheimnis erfahren, dass Sie es zulassen, dass Sie einfach staunend davorstehen und sagen, unglaublich, der allmächtige und unendliche Gott macht sich so klein, dass er mir auf Augenhöhe begegnet, um mir dann zu sagen, du bist erlöst. Du bist erlöst. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete, frohe Weihnachtszeit, dass Sie nicht vergessen, dass Sie in Rom gearbeitet, im Vatikan, unmittelbar für den Heiligen Vater. Wir wollen reden heute über Weihnachten. Über Weihnachten. Wir wollen nämlich fragen, was feiern wir eigentlich an Weihnachten? Wissen wir das noch, was wir da feiern? Ist das eine Botschaft, die die Menschen heute interessiert, die wichtig ist für sie? Lieber Prälat Mayer, was feiern wir eigentlich an Weihnachten? Wir feiern einen Paukenschlag, Herr Lohmann, nämlich den Paukenschlag, dass Gott Mensch geworden ist. Gott und Mensch, zwei Dinge, die eigentlich nicht zusammengehen können, wenn man rein menschlich denkt. Gott, der im Himmel thront, wir, die wir auf der Erde manchmal herumvegetieren, uns manchmal auch ausleben. Gott ist Mensch geworden in Jesus von Nazareth. Das ist der weihnachtliche Paukenschlag oder etwas philosophischer ausgedrückt, wie es der vierte Evangelist Johannes in seinem berühmten Prolog tut, das Wort, der Logos, ist Fleisch geworden. Und das bedeutet ganz konkret, dass wir, wenn wir von Gott reden, über den Menschen sprechen müssen. Und wenn wir etwas über den Menschen ins Wort bringen, dann ist sofort auch Gott mit im Spiel. Und ich glaube, dass das auch unser christliches Proprium ist, das uns von vielen anderen Religionen unterscheidet. Mit dem weihnachtlichen Paukenschlag ist nicht eine neue Methode gekürt worden, wie wir Gott näher kommen können, wie wir uns in ihn hinein vertiefen können, etwa im Lotussitz. Es ist auch nicht ein neuer Prophet auf die Bühne der Weltgeschichte getreten mit der Bergpredigt und einem revolutionären gesellschaftlichen Programm. Es ist auch kein neuer Philosoph plötzlich gekommen, der die Welt aus den Angeln hätte heben können. Gott selber hat die Welt betreten, aber nicht so, dass er über der Welt schwebt, sondern dass er ohne das Schildchen um sich herum zu haben, ich bin Gott, im ganz normalen Menschen Jesus handgreiflich geworden ist. Ja, nun ist er natürlich gekommen, also wenn Sie sagen, Gott ist Mensch geworden, er ist ganz anders gekommen, als sich das die Menschen vorgestellt haben. Es gab ja über die Jahrtausende die Messias-Erwartung, das heißt die Erwartung dessen, der uns zu Gott führt, der Gott ist. Der Gott und Mensch ist, sagen nun die Christen. Und nun wird er, wir haben hier eine Krippe neben uns stehen, nun kommt er zur Welt in einem armseligen Stall, wie uns berichtet wird, als unscheinbares kleines Kind. Was ist denn das für eine Botschaft? Es ist eine doppelte Botschaft. Zunächst mal eine sehr, sehr tröstliche Botschaft, dass Jesus nicht als Erwachsener gekommen ist, nicht als Muskelprotz, nicht als Großmensch möchte sein wie Gott. Die gibt es auch heute noch. Genau. Oder aber wählst du den Weg der Anbetung? Weißt du, dass du trotz allem Fortschritt, trotz allem Reichtum, trotz aller Karriere noch immer einen Chef hast über dir, mit Namen und Gesicht, Jesus von Nazareth? Ich finde es auch sehr, sehr schön, dass deshalb der Weihnachtsfestkreis nicht nur geprägt ist von der weißen Farbe der Freude, sondern dass die Kirche in diesen Weihnachtsfestkreis auch immer wieder die rote Farbe hineingemischt hat.
das Zeichen des Heiligen Geistes, aber auch des Blutzeugnisses. Stephanus. Genau, der zweite Weihnachtstag ist dem heiligen Stephanus gewidmet, der uns durch sein Leben und durch sein Martyrium zeigt, die Krippe wird irgendwann mal zum Kreuz. Dein Lebensweg als Christ ist kein Spaziergang, sondern kann auch einmünden in den Kreuzweg. Und deshalb liegt auch in Weihnachten für mich ein ganz, ganz großer Ernst. Was sagen Sie denn den Menschen, die Ihnen jetzt entgegnen würden, Gott ist Mensch geworden, da habe ich nichts mit zu tun. Für mich doch wohl nicht, was habe ich damit zu tun? Was würden Sie solchen Menschen sagen, die sagen, mir reicht es, wenn Weihnachten ein schönes Fest ist, wo man sich in der Familie trifft und halt ein paar Bräuche pflegt, aber ansonsten ist mir das zu überhöht. Zunächst mal rede ich nie schlecht, wenn Menschen mir sagen, wir haben uns an Weihnachten wieder mal als Familie zusammengefunden. In der heutigen Zeit, die geprägt ist von der großen Vereinzelung, wo es selbst fehlt an den Sonntagen und an den Feiertagen, an gemeinsamen Mahlzeiten, wo das alles mehr oder weniger Futterfassen ist, ist es sehr, sehr schön, wenn sich verschiedene Generationen, Richtungen, Christen und Nichtchristen vielleicht an einem Weihnachtstisch wieder treffen, beim Gansessen und beim Geschenke aufpacken. Das ist auch ein Wert. Das würde ich an sich mal gar nicht schlecht reden. Aber ich würde versuchen, auch mal ein bisschen Pädagoge zu sein und die Menschen genau an diesem Weihnachtstisch oder vereint um den Christbaum abzuholen und zu sagen, was feiern wir denn eigentlich da? Welche Sehnsucht liegt denn da eigentlich dahinter? Es ist eine Sehnsucht eigentlich nach Wärme und Zuwendung, auch nach Gemeinschaft und Geborgenheit, wenn wir so wollen, auch eine Sehnsucht nach Liebe. Nicht nur am Valentinstag, mittlerweile auch an Weihnachten, werden sehr, sehr viele Herzen, auch andere Symbole der Liebe und Zuneigung einander geschenkt. Und dann vielleicht den Schritt zu wagen, mit Sensibilität, aber zugleich Entschlossenheit, auf eigene Erfahrungen zurückzugreifen und zu sagen, schaut, auch in der ganz besonders ein Hauptakzent des Weihnachtsevangeliums zum Ausdruck gebracht wird, Friede auf Erden, das haben damals die Engel verkündet. Es ist, wenn ich das sagen kann, damit auch ein Fest des Friedens, aber nicht nur ein Fest des äußeren Friedens, des Waffenstillstands, sondern eines Friedens, der zunächst mal Himmel und Erde, Gott und Mensch miteinander verbunden hat und daraus erwächst dann der Auftrag, auch für Frieden und Gerechtigkeit hier sich einzusetzen. Und ein zweites, Weihnachten ist damit auch ein Fest der Liebe. Es gibt einen sehr, sehr schönen Spruch, den ich seit langem auf meinem Schreibtisch stehen habe, den schönsten Liebesbrief der Weltgeschichte hat Gott selbst geschrieben an Weihnachten. Nämlich Jesus ist Gottes Liebesbrief an uns Menschen, den wir immer wieder neu lesen können, durchdeklinieren dürfen, weiter variieren dürfen, sodass mit Weihnachten eigentlich die große göttliche Symphonie des Friedens und der Liebe durch die Welt klingt. Eine Symphonie, die mit dem Gloria in Excelsis Deo an Weihnachten begonnen hat, aber deren Variationen wir noch heute spielen und singen, nicht nur im kirchenmusikalischen Opus, sondern durch unsere Lebenssprache. Ist eine der entscheidenden Botschaften vielleicht auch mit Weihnachten verbunden, indem man sagt, damals hat Gott den Menschen für alle Zeiten gesagt, ihr könnt du zu mir sagen, ihr könnt mich ansprechen. Ich zeige euch in diesem Kind, in diesem Sohn, der nach der Vorstellung der Christen Mensch und Gott zugleich ist. Ich zeige euch in diesem Sohn, meinem Sohn, dass ich alles von euch verstehe. Ihr könnt euch immer an mich wenden. Ich rede hier in diesem Zusammenhang sehr gerne davon, dass Gott wirklich ein hervorragender Pädagoge gewesen ist. Nämlich Gottes Pädagoge besteht darin, dass er nicht von oben mal auf den Menschen runterschaut, sondern dass er ganz klein angefangen hat mit diesem Säugling in der Krippe von Bethlehem. Wir erleben es ja selbst aus dem eigenen Bekanntenkreis, mancher Hartgesottener wird weich, wenn er ein kleines Kind im Arm hat, als Opa, als frisch gebackener Vater,
Auch bei manchen Priestern habe ich das schon feststellen dürfen, wenn sie einmal nach einer Taufe auch den Täufling selber im Arm haben halten dürfen. Und Gott wollte hier sicherlich damit sagen, schau, ich komme dir, Mensch, so nahe, dass du am Anfang meines Lebensweges auf Erden den Eindruck hast, ich, Mensch, bin dir, Gott, ganz schön übereinander strampeln, dann geht's dem Himmel entgegen. Das heißt, Weihnachten ist die klarste Zusage Gottes an den Menschen. Du bist von mir geliebt, du als Einzelner, jeder von euch ist geliebt und jeder von euch ist zur Erlösung berufen. Gott hat gewissermaßen an Weihnachten der Menschheit gesagt, nichts von euch ist mir unwichtig, ich möchte euch zu mir ziehen. Genau das ist der Punkt und das ist auch der entscheidende Paukenschlag, von dem ich am Anfang gesprochen habe, von dem sich auch manche großen Gestalten der Kirche angezogen fühlten. Ich möchte in diesem Zusammenhang erinnern an die heilige Edith Stein, Theresia Benedicta Agruze, die vom Kreuz Gesegnete, wie sie im Ordensnamen geheißen hat. Und man weiß ja, dass sie einmal, als sie Kinder beaufsichtigt hatte über Nacht, in dem Buch der Seelenburg von Teresa von Avila gelesen hat und das hat ihr Leben umgekrempelt und wie sie später im Rückblick sagt, ist ihr da zunächst schon mal der Gedanke der Inkarnation aufgegangen. Und später hat man sie einmal schlaflos wiedergefunden nach der Weihnachtsnacht und da hat sie die große Frage gestellt, als die verdutzten Mitschwestern ihr gesagt haben, ja Schwester, was ist los, haben Sie gar nicht geschlafen? Wer kann schlafen in einer Nacht, in der der unendliche Gott ein winziger Mensch geworden ist? Und ich denke, bei aller theologischen Spekulation ist eine Biografie wie die der Edith Stein der beste Beweis dafür, dass Weihnachten nicht nur etwas fürs Gefühl ist, sondern dass es der gottmenschlichen Logik entspricht, dass der unendliche Gott ein kleiner Mensch geworden ist. Vielen Dank, lieber Prälat Bertram Mayer, für diese wunderschöne Erläuterung, Einführung in Weihnachten. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen allen, dass Sie dieses Geheimnis erfahren, dass Sie es zulassen, dass Sie einfach staunend davor stehen und sagen, unglaublich, der allmächtige und unendliche Gott macht sich so klein, dass er mir auf Augenhöhe begegnet, um mir dann zu sagen, du bist erlöst. Du bist erlöst. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete, frohe Weihnachtszeit, dass Sie nicht vergessen, dass Sie erlöst sind und dass Sie es in Ihr Leben hineintragen. Wenn Sie von dieser Sendung einen Mitschnitt haben wollen, die Adresse wird gleich eingeblendet, dann können Sie eine DVD bestellen. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit. Den Eindruck hast, ich Mensch bin dir Gott ganz schön überlegen. Aber dann kommt es darauf an, ob wir den Weg des holden Knaben im lockigen Haar, des Säuglings von Bethlehem mitgehen. Die Evangelien überspringen ja dann die Kindheit, bis auf wenige kleine Daten, die wir von Jesu Kindheit wissen, bis zu seinem ersten Auftritt, als er sich von Johannes taufen lässt und dann auch einige programmatische Reden hält in der Synagoge von Kapharnaum etwa oder später in der berühmten Bergpredigt. Da war aber schon ein erwachsener Mann. Genau, und da ist dieser Sprung da. Und da denke ich mir gerade, dieses Kindsein Gottes in Jesus von Nazareth, das ist seine Pädagogik. Und da kommt es darauf an, dass wir, so ähnlich wie wir von den Kinderschuhen herauswachsen und Erwachsenenschuhe anziehen, dass wir die Kinderschuhe des Glaubens erstmal anziehen, aber dass diese Schuhgröße unseres Glaubens mitwächst. Und vor diesem Hintergrund liegt bereits in Weihnachten eine Entscheidung. Nämlich der Mensch hat die Option, entweder willst du selber dich zu Gott machen, die Urversuchung des Menschen, bereits im Paradies, der Mensch möchte sein wie Gott. Die gibt es auch heute noch. Genau, oder aber wählst du den Weg der Anbetung? Weißt du, dass du trotz allem Fortschritt, trotz allem Reichtum, trotz aller Karriere
noch immer einen Chef hast über dir, mit Namen und Gesicht, Jesus von Nazareth. Ich finde es auch sehr, sehr schön, dass deshalb der Weihnachtsfestkreis nicht nur geprägt ist von der weißen Farbe der Freude, sondern dass die Kirche in diesen Weihnachtsfestkreis auch immer wieder die rote Farbe hineingemischt hat. Das Zeichen des Heiligen Geistes, aber auch des Blutzeugnisses. Stephanus. Genau, der zweite Weihnachtstag ist dem heiligen Stephanus gewidmet, der uns durch sein Leben und durch sein Martyrium zeigt, die Krippe wird irgendwann mal zum Kreuz. Dein Lebensweg als Christ ist kein Spaziergang, sondern kann auch einmünden in den Kreuzweg. Und deshalb liegt auch in Weihnachten für mich ein ganz, ganz großer Ernst. Was sagen Sie denn den Menschen, die Ihnen jetzt entgegnen würden, Gott ist Mensch geworden, da habe ich nichts mit zu tun. Für mich doch wohl nicht, was habe ich damit zu tun? Was würden Sie solchen Menschen sagen? Die sagen, mir reicht es, wenn Weihnachten ein schönes Fest ist, wo man sich in der Familie trifft und halt ein paar Bräuche pflegt, aber ansonsten ist mir das zu überhöht. Zunächst mal rede ich nie schlecht, wenn Menschen mir sagen, wir haben uns an Weihnachten wieder mal als Familie zusammengefunden. In der heutigen Grüß Gott, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Spirit Leben mit Stil. Wir sind wieder Gast in Augsburg bei Prälat Dr. Bertram Meyer. Prälat Meyer ist Ihnen bekannt, ist vielen bekannt. Er ist hier in Augsburg ein ganz bekannter und aktiver Geistlicher. Und er ist Domkapitular hier in Augsburg an der Hohen Domkirche. Und er hat lange in Rom gearbeitet, im Vatikan, unmittelbar für den Heiligen Vater. Wir wollen reden heute über Weihnachten. Wir wollen nämlich fragen, was feiern wir eigentlich an Weihnachten? Wissen wir das noch, was wir da feiern? Ist das eine Botschaft, die die Menschen heute interessiert, die wichtig ist für sie? Lieber Prälat Meyer, was feiern wir eigentlich an Weihnachten? Wir feiern einen Paukenschlag, Herr Lohmann, nämlich den Paukenschlag, dass Gott Mensch geworden ist. Gott und Mensch, zwei Dinge, die eigentlich nicht zusammengehen können, wenn man rein menschlich denkt. Gott, der im Himmel thront, wir, die wir auf der Erde manchmal herumvegetieren, uns manchmal auch ausleben. Gott ist Mensch geworden in Jesus von Nazareth. Das ist der weihnachtliche Paukenschlag oder etwas philosophischer ausgedrückt, wie es der vierte Evangelist Johannes in seinem berühmten Prolog tut. Das Wort, der Logos, ist Fleisch geworden. Und das bedeutet ganz konkret, dass wir, wenn wir von Gott reden, über den Menschen sprechen müssen. Und wenn wir etwas über den Menschen ins Wort bringen, dann ist sofort auch Gott mit im Spiel. Und ich glaube, dass das auch unser christliches Proprium ist, das uns von vielen anderen Religionen unterscheidet. Mit dem weihnachtlichen Paukenschlag ist nicht eine neue Methode gekürt worden, wie wir Gott näher kommen können, wie wir uns in ihn hinein vertiefen können, etwa im Lotussitz. Es ist auch nicht ein neuer Prophet auf die Bühne der Weltgeschichte getreten mit der Bergpredigt und einem revolutionären gesellschaftlichen Programm. Es ist auch kein neuer Philosoph plötzlich gekommen, der die Welt aus den Angeln hätte heben können. Gott selber hat die Welt betreten, aber nicht so, dass er über der Welt schwebt, sondern dass er ohne das Schildchen um sich herum zu haben, ich bin Gott, im ganz normalen Menschen Jesus handgreiflich geworden ist. Ja, nun ist er natürlich gekommen, also wenn Sie sagen,